Hallo, ihr Querlinge! In dieser Episode durchstöbern die Gefährten weiter die Gedankenschinderkolonie unter den Türmen des Mondaufgangs. Dringil betätigt sich als Neurologe und die Helden begegnen Kressa. Schülerin Balthasars. Los geht's! Ja, ich weiß nicht so ganz genau, wo die Kamera hingeraten ist. Gucken wir mal. Ah, irgendwo da oben. Da oben in einer Felsspalte. Ah, da gibt es Spione, die gucken nach den Helden. Und die haben hier in Balthasars nekrotischem Labor zwei oder drei Erkenntnisse. Erkenntnis 1, Mol ist hier irgendwo gewesen. Erkenntnis 2, die Toten 3. Also, Baal, Mirkul und, ach, wie auch immer er hieß, Nergal, ich weiß es nicht. Die sind hier wohl auch irgendwie aktiv und bedienen sich möglicherweise der Gedankenschinder, um den Tod der Welt herbeizuführen, so in irgendeiner Weise. Zumindest reimen sich die Helden derartiges momentan zusammen. Und schließlich haben wir hier noch eine Installation, einen Gedankenspeicher, auf dem man einen solchen abgetrennten Kopf packen kann. Und dann kann man mit solchen abgetrennten Köpfen noch irgendwie interagieren, ne? So. Soweit, so gut. Hier diese Trümmer von diesem komischen Resonanzding sind auch immer größer geworden. Das ist alles sehr seltsam hier. Kamera. So. Und jetzt gucken wir mal in eine andere Ecke. Ach so, ist da noch was? Ist hier noch irgendwas, was mich nachdenklich stimmen sollte? Nein. Hüpft bitte zurück. Tringil ist so allmählich hart genervt von diesem ständigen, absoluten Gequatsche. Da kommt so eine kleine Brandverletzung gar nicht ungelegen. Als Ablenkung. Und hier geht's ja irgendwie weiter, oder? Das ist wieder ein Apparat, das macht wieder irgendwas. So ähnlich sahen auch diese Konsolen im Nautiloiden aus. Also, da könnte irgendwas aus dem Abgrund hochgefahren werden. Gibt es hier einen weiteren Ausgang? Nee, das hier ist keiner. Wir haben hier gestapelten Leichen. Manche davon in Leichentücher gehüllt, andere oder die meisten nicht. Ach doch, hier ist eine Tür. Also geradeaus geht's hinten irgendwie weiter. Can't slow down. Ja. Kann auch sein, dass wir die Tür aufmachen und dann kommt da irgendwas uns entgegengewunken. Na, mal schauen. As the console bursts into life, a mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Was? Moment, langsam. Das war jetzt echt ein bisschen viel. Als das Pult zum Leben erwacht, berührt dich ein fremdes Bewusstsein. Fremd und verzweifelt, aber auch zersplittert. Es ist unvollständig. Es sehnt sich nach einer Verbindung. Aber du musst erst alle Teile eures Bewusstseins mit den Gegenstücken verbinden. Aha. Ist das hier unten so eine Art Untergrund-Nautiloide? Und so ein Nautiloide, der hat ja auch so eine Art Bewusstsein. Das könnte sich Dringel zumindest vorstellen. Also dieses ganze organische Zeug hier ist ja wohl auch von Nervengeweben durchzogen, sonst würde so eine fleischige Tür sich ja nicht so aufmachen können, wie sie es tut. Und das ist vielleicht hier dieses noch unterentwickelte, noch nicht vollständige Bewusstsein dieser Kreatur, die hier
die Behausung der Elititenkolonie darstellt. Das ist Trinkets Theorie. Naja, wenn die einem was erzählen kann, wie das hier so aussieht, wenn man die manipulieren kann, warum nicht? Also, mit der Manipulation des Bewusstseins beginnen. Oh, was? Und nun? Emotion, Erinnerung, Vernunft, Sprache. Okay. Ach ja, das geht alles momentan Richtung Dringiel. Hier ist offenbar irgendwas Wichtiges. Da hinten pulsiert alles so zu so einem Knoten. Da müssen wir irgendwie hinkommen vielleicht. Wie kommt man denn da hin? Ach, das ist hier wirklich die ganz andere Ecke. Und damit macht man am Ende nur diese Tür auf, womöglich. Okay. Ja, Vernunft, Erinnerung, Emotion. Na, Emotion ist gefährlich. Vernunft, Sprache. Was ist denn Sprache? Sprache ist blau. Blau ist eine tolle Farbe. Versuchen wir es mal mit Sprache. So, aha. Dann gehen die benachbarten Knoten auf. Wir wollen ja da hinten hin. Wo sind wir denn am schnellsten? Da. 1, 2, 3. Das ist irgendwie alles gleich viel, oder? Wir müssen da... Ach, hier ist wieder Emotion. Aber ach so. Ach, hier ist das nochmal. Ach, da hinten ist nochmal Sprache. Guck mal, da müssen wir Sprache mit Sprache verbinden. Naja, nehmen wir doch mal den hier. So, das ist jetzt Sprache. Es ist Sprache mit Sprache verbunden und da fließt was. So, was haben wir da unten? Dann haben wir die Emotion. Müssen wir vielleicht doch alles ansprechen. Emotion kann ja erstmal nur dahin. Darf sich das nicht kreuzen? Ist das das Problem, was wir haben? Das wird aber schwer. Oder darf sich das kreuzen? Wo ist denn die Emotion nochmal? Irgendwas versucht da zu sprechen? Wir können natürlich auch Emotion mit Sprache verbinden. Tja, Trinkiel weiß es ja auch nicht. Er macht das ja auch zum ersten Mal hier. Was haben wir da noch? Wir haben da oben Vernunft. Da haben wir mal Erinnerung. Ma. Ma. Ste. Welcome. Was auch immer scheint Trinkiel zum Meister zu machen. So. Können wir das jetzt hier überschreiben? Nee, ha? Wir können immer nur eins machen. Also die Strecken dürfen sich nicht kreuzen.
Ich verstehe, die Strecken dürfen sich nicht kreuzen. Okay, gut, dann haben wir erstmal so eine neue Situation. So, der. Geh mal dahin. Kann man es wieder abschalten? Ja, irgendwie kann man das wohl. So. Alles klar. Also, diese Synapsenbahnen dürfen sich nicht kreuzen. Gucken wir mal. Emotion kann ja nur nach da unten gehen, ne? So. Deswegen muss das da unten Emotion sein. Ob das hier Emotion sein muss, das ist da noch nicht sicher. Also das da. Also will ich das zwar eigentlich nicht, aber schön, dass du mir das alles hier wieder verknüpfst. So. Also, Emotion muss da unten hin, ne? Wenn wir alles mit allem verknüpfen wollen. Warum du jetzt hier immer wieder gleich dran bist, das ist doch alles gar nicht so gewollt. So. Wenn Emotion da unten hin muss, dann kann ja Erinnerung nur dahin. Und dann haben wir hier schon ein Problem, weil Erinnerung kann ja nur hierhin. Ne? Hat ja gar keine andere Chance, wenn es da unten nicht hin darf. Und da kann ja nur Emotion hin. So. Erinnerung. Wo ist eine Erinnerung? Einmal quer rüber. Vielleicht können wir auch nicht, gar nicht alles gleichzeitig machen. Auch möglich. Wenn wir da hinwollen würden. Darüber halte ich für falsch. Zurück ist auch Quatsch. Ist ja nur das sinnvoll. Das. Und das. Das hier ist Quatsch. Mache ich den weg? Der da unten ist jetzt irgendwie wieder aktiv. So. Schwierig. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das zurücksetze. Also, das ist für mich der Weg der Erinnerung. Ne? So. Ach je. Dann nehmen wir mal hier Sprache. Sprache hat zwei Möglichkeiten. Hier oben würde aber auch Vernunft hinwollen. Deswegen scheint das untere das Richtigere zu sein. Wobei wir kurz überlegen müssen. Da unten ist ja Emotion. Achso, Emotion könnte auch darüber. Aber Emotion müsste eigentlich tendenziell unten bleiben. Ne? Weil da unten ja auch Emotion ist. Dann wäre es vielleicht doch am besten, wir würden Emotion jetzt einfach hier rüber. Darüber und dort verbinden. Das ist zumindest so das Naheliegendste. Wenn das richtig wäre, dann hätten wir für Sprache ja nur noch den hier als nächsten Punkt. Ne?
Und dann müsste Sprache, weil es auch wiederum nicht anders geht, dann darüber. Und dann wäre es ja schon gar nicht so verkehrt. Ma. Ma. Hallo? Step. Welcome. Genau. Es ist die Frage, ob durch meine taktisch kluge Vernetzung jetzt hier oben noch genug Platz für die Vernunft bleibt. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Denn Vernunft kann hier rüber. Kann dann da rüber. Und kann dann da oben rum ins Ziel. Okay, so. Ne? Gut. Ja, Deutschlands bester Rätselspiel-Letzter hat das natürlich hier im Handumdrehen gelöst. Was ist denn das? Was ist denn das für gruseliges Ding? Wer bist du? Entweihtes Relief? Wir finden hier ein Diadem des Mentalschmerzes. Es sieht schick aus, aber der Name ist nicht so gut für den Verkauf. Böse Magie ist in dieses Diadem eingedrungen und freut sich über jede kleinste Verzweiflung. Was? Wenn ein Gegner bei einem Charisma... Schnauze absolute! Ja, sie bewegt sich. Ja, schön. Sonst bekäme die absolute ja auch Gelenksteife. Also, wenn ein Gegner bei einem Charisma-Intelligenz- oder Weisheitsrettungswurf gegen einen deiner Zauber- oder Zaubertricks scheitert, erhältst du 1-4 Trefferpunkte zurück. Das könnte Will helfen. Was haben wir hier? Handschuhe des Verstandesentzugs. Irgendwo tief zwischen der schwammigen grauen Masse, welche schwammige graue Masse, und den kleinen puddingartigen Stückchen, die das Gehirn bilden, bleibt das Gefühl der schleimigen Larve, die über deinen Augapfel streicht. Was? Wenn du psychischen Schaden bewirkst, verursachst du auch zwei... Puh, ja, das ist... Also will der den Helm finden, also das Diadem finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Dieses Handschuhzeug, das ist irgendwie... Niemand macht hier psychischen Schaden bei uns, zumindest nicht absichtlich. Also Will, was hast du bisher? Das ist eine Mörderkapuze hier. Das ist Dringits ehemalige Kapuze. Ich glaube, das hier ist besser. Das passt sogar zwischen die Hörner oder auf die Hörner, wie auch immer. Schön. Wacher Verstand. Was macht das eigentlich? Ein menschliches Gehirn, lebendig und intakt, umgeben von Cerebrospinalflüssigkeit. Ja, kann man wohl auch einfach nur sich hinstellen und angucken. Hier gibt es eine Klinge der unterdrückten Seelen. Fragmente toter Seelen sind im Stahl gefangen. Wütend, mächtig, hoffnungsvoll oder verängstigt. Sie alle erhoben sich gegen ihre Illitidenherren und sie alle fielen durch diese Klinge. Nun sind sie für immer darin gefangen und gezwungen, ihren Unterdrückern zu dienen. Das ist ein Langschwert. Ach, das macht psychischen Schaden. Aha. Da kommen dann die Handschuhe doch wieder ins Spiel. Also diese Waffe geht auf jeden Fall in unseren Fundus. Wobei, hatten wir nicht schon irgendwas, was psychischen Schaden machte? Oder bilde ich mir das wieder mal nur ein? Ah. Wir sind aber gut. Wir sind gut ausstaffiert. So alles in allem. Vielleicht tun wir die da auch wieder hier mit dazu.
Okay. Also ein paar feine Funde. Das scheint eine Art, ja, Schatzkammer zu sein. Oder hier war so, schon sehr lange niemand mehr dahinter. Was ist das? Tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. The ground's design, order, perfection, unity, every plane, as one, every being in their place. That loss blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. Taken, corrupted, gone. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design, the restoration of the Mind Flayer Empire, the dream of all Illithids. Aha. Das ist wohl ein Gedenkrelief an das Gefallen der Gedankenschinderreich, wo alles eins war und jeder den Illithiden dienen musste. Und jeder war an seinem Platz, wo man sich fragt, woher kennt denn ein Illithide den Platz eines anderen Lebewesens? Ne? Spannende Frage. Tja, das hier interpretiert Dringil jetzt als einen Türöffnungsmechanismus. Ob da noch mehr dahinter steckt, weiß er nicht. So, dann geht's ja hier augenscheinlich nicht weiter. Hier oben aus diesem, ja, Kampfschauplatz, da geht's nach Norden weiter. Mal gucken, was uns da erwartet. Tür auf und der nächste Kampf, oder? So bin ich es gerade gewöhnt. Schnauze! Ey, das ist noch nerviger als ein Elex Herbert aus dem Orbit. Das will was heißen. Okay, eine Tür raus, nächste Tür rein. Ja, warum nicht? Liegt hier irgendwas rum? Na gut, diese Kreuzung hier, die gucken wir uns dann an, wenn wir da oben hingehen. Die Helden wissen ja nichts von irgendwelchen Questmarkierungen, die tasten sich halt voran. Diese Tür sieht genauso wenig einladend aus wie jede andere. Hier geht's abwärts, hier wird's ein bisschen knochiger. Eine große Halle. Halle mit Ausblick. Ach, so ein Ding war doch. Ja, genau, da konnte man heilen, richtig. Wie eine Flotte von Nautiloiden, hä? Wo siehst du hier eine Flotte von Nautiloiden? Frischer Verstand. Hm. Irgendwas von Bedeutung? Nee. Descend, assemble. Was sind das für komische Dinger hier? Die sehen nicht besonders, also, freundlich aus. Aber die sind entweder nur noch Gehäuse oder versteinert. Oder sind nur Skulpturen und Modelle. Sind das Modelle eines Nautiloiden? Nee, Nautiloid hat doch keine Füße. Descend. Die Knochenmänner hier.
haben nicht so viel dabei, wie wir uns das wünschen würden. Das macht irgendwas. Vorsicht. Auch noch so ein Ding. Hier kann man sich heilen. Wie war denn das? Ach, da heilen gleich alle. So war das, da heilen gleich alle. Okay, verstehe. Und er lädt sich aber auch wieder auf. Sehr gut. Das heißt aber auch, man kann mir ja gleich ordentlich auf die Schnauze geben, weil ich kann mich ja heilen, ne? Und ich fürchte, wenn ich ja dran rumfummle, dann gibt's auch gleich ordentlich Ärger. Speichern! Ja, was ist das hier für ein Ding? Was? Ach, das ist wieder ein Aufzug. Ach, du meine Güte. Okay, da unten könnte irgendwas sein. Was Größeres, Wichtigeres. Das ist ein Aufzug. Oder eine Schwebeplattform wie im Char-Tempel. Na, mal gucken. Is anyone else's tadpole squirming around a lot more than usual? Mine too. It's excited by something down here. Dringel, du musst schon im Plural sprechen. Du hast zwei Maden im Schädel. Ja, ist einfach nur ein Aufzug. Oh je. Nochmal speichern. Wer ist denn hier dahinter? Der Endboss? No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Uh-huh. We haven't freed Zariel's infernal asset, the one Mizora sent us to find. If we enter now, I'm as good as dead. Please, we should search this illithid colony further. My soul hangs in the balance. Ja, klar. Logisch. Also, hinter dieser Tür ist die Absolute. Wir können ja schon mal ein bisschen illern. Naja, die Absolute ist nur so ein Schleimtümpel. Naja, wie die Goa'ulds in Stargate. Die kommen auch aus einem Schleimtümpel. So, kommt, wir gehen wieder nach oben. Wir haben was zu tun. Das sehe ich ja alles ein. Wir müssen noch Mol finden, Zeflor vielleicht irgendwo. Nachtlied, Keterik, ach, weiß der Geier wen. Also bleiben wir erstmal hier oben. Ach, da wäre auch Keterik, alles klar. Wir können dann hier gleich den nächsten Abzweig benutzen. Dieses... Ja, diese Lampen sind auch irgendwie... Also dieses Rot, das ficht Dringil an. So, da waren wir ja gerade richtig. Wo führst du denn hin? Wieder so ein Raum, der ungemütlich aussieht. Ein weiteres Labor von Balthasar? Oder ist das das Labor von Gortash? Ist ja auch hier unten gewesen. Wenn ja, warum merkt man seine Absenz in Baldur's Tor nicht? Das ist Stehlen. Oh, Forschungsprotokoll der Herrin der Seelen. Wer ist denn die Herrin der Seelen nochmal gewesen? Ach, war das nicht diese Sustera? War das nicht diese Herrin der Seelen? Diese Mirkul-Priesterin? Jedenfalls schreibt sie, Experimente an Exemplar 1, Tag 4. Weißt du, warum macht man an dir keine Experimente? Einfach mal die Rollen tauschen, dann wirst du mal sehen, wie toll das ist. Mir ist erneut ein Flüssigkeitsverlust aus der Mundhöhle aufgefallen. Und ich konnte die Ursache eingrenzen.
Aufgrund der ungewöhnlichen Methode der Parasiteneinführung tropfen die Ausscheidungen der Kreatur im Inneren heraus, statt vom Gehirn absorbiert zu werden, wie wir es bei anderen Wirten beobachten konnten. Ich kann nicht sagen, warum der Parasit dieses Öl absondert, doch es weist einen Geruch nach Knoblauch auf, den wir inzwischen als Hinweis erkennen, dass der Parasit sich von der Gehirnmasse des Wirts ernährt. Ich habe eine Prüfung der Ohrenflüssigkeit genommen. Eine Prüfung genommen, so. Tag 5. Heute Vivisektion. Keine Anzeichen von Schmerzen, als ich den langen Darm abgewickelt habe. Packte das Organ stattdessen, als sei es ein Seil, legte es mir um den Hals und versuchte mich zu erdrosseln. Die erbärmlichen Arme tragen jedoch keinerlei Kraft mehr in sich, musste die Eingeweide wieder in den Körper stopfen. Versuche es an einem anderen Tag erneut. Was macht die denn hier? Sie verstaut 48 Goldstücke. Schmieriger Stuhl, nicht mal putzen kann sie. Knochenhaufen auf ihrem Tisch, nichts drin. Hier. Ah, das könnte Kressa. Ist Kressa die Herrin der Seelen? Oder ist das was anderes? Lesen. Kressas Notizen. Ich habe 1000 Ohren gesehen. Manche zucken aus Reflex, wenn sie wissen, dass sich der Wurm gleich hineinbohrt. Die Larve braucht länger, wenn das Eingangsloch nicht sauber ist. Ich bin dazu übergegangen, den Gehörgang mit einer Ohrenkerze auszubrennen. Die Arbeit ist eintönig. Ich bin der Ohren leid. Ich bin es leid, dass mein einziger Befehl lautet, Sklaven zu erschaffen. Anscheinend wird alles, was wir über das Gehirn erfahren dürfen, von den Auserwählten erledigt. Ich darf diese dumpfen Sklaven nicht studieren. Ich brauche einen neuen. Einen, von dem Balthasar nichts weiß. Eine Kreatur von außergewöhnlicher Willenskraft, wie mein alter Schatz. Eine Kreatur, die trotzdem Einfluss des Parasiten Fragmente ihres Verstands behalten kann. Wir müssen wissen, wie das möglich ist. Ja, die hat da irgend so ein komisches Vieh mal zusammengezüchtet. Ja. Der Rest, gut, das kann man vielleicht mal verkaufen. Aber ansonsten ist hier gar nicht so viel, wie sich das die Helden wünschen würden. Wo Kressa ist, weiß übrigens auch gerade keiner. Das beunruhigt die Helden. Ist das hier so eine Kreuzung? Oder mehr oder weniger? Kann man das hier kaputt machen? Das ist so eine... Sieht aus wie so eine Membran, aber ja, dahinter ist nichts. Sie können ja teilweise auch dahinter schauen. Vielleicht soll es von hier aus weitergehen, wenn man hier weiter baut oder so, keine Ahnung. Oh, da sind ja welche. Okay, das würden die Helden jetzt aber schon bemerken. Wir haben hier Maktev Butch Schädelpeitsch. Was ist das für einer? Die Helden erkennen hier einen normalen lebenden Menschen. Ob es ein Madenträger ist, wissen sie nicht. Daneben steht ein Halbling. Mirkuls Geschenk. Die betroffene Kreatur erhält 10 temporäre Trefferpunkte und Kreaturen. General Thorn was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Okay, also während die Helden noch schauen, was da so passiert ist, oder wer da hier sich so versammelt und was das für ein komischer Segen war, kommt Kressa Knochentochter an und sagt. General Thorm wurde angegriffen und die Evakuierung ausgerufen. Ihr solltet nicht hier sein. Ich nehme an, ihr zählt zu den Angreifern. Ja,
Das ist natürlich, es hat einen gewissen Stil, jetzt den Susor-Dolch zu zücken und ihr zu sagen, ja, noch handelt sie mit uns. Braucht jemand ein altes oder ein nicht so altes Butterbrötchen oder ein Stangenbrot? Nein. Wobei, warte mal. Ich weiß, das ist jetzt Non-RP, aber ich mach's trotzdem. Keine Ahnung, das brauchen wir, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Tauschen. So. Danke. Aber Drinkilein ist eher so, ja, erstmal jemandem irgendwas erzählen, mal gucken, was man noch so rauskriegen kann. Das ist ein Missverständnis. Ich wurde beauftragt, euch bei der Vernichtung dieser Verräter zu helfen. Ja, sie ist nicht wirklich leichtgläubig. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Nee, alles in allem knapp nicht. Wir haben nur zwei Inspirationen. Würde ich eine davon für Kressa opfern? Nein, würde ich nicht machen. Lies. Ja, ja. I present your bones to General Thorm as retribution for what you did to him. Ach so. Es geht nur darum, was wir ihm antun, was er anderen antut. Das spielt in seinem ganzen Leben und in eurer ganzen komischen Clique hier überhaupt keine Rolle. Was hatten die für einen Busen? Also, da hat aber wirklich... Also Busen und Bedeckung selbigen. Da hatte eine Dicke aber echt Spaß, glaube ich. Okay, ich drehe euch die mal so hin, sonst egal. Ja, also ihr Busen wird sie aber auch nicht schützen. Wo ist er denn? Wo ist denn Kressa? Wieso? Du bist aber echt leichtfüßig. Du warst da gerade vor uns. Nee, das ist sie ja gar nicht. Wo ist sie denn? Also, das ist Kressa Knochentochter. Das ist eine Nekromantöse. Herrin der Seelen. Die bildet sich echt was ein. Wir wollen mal versuchen, dass sie gar nicht erst zauberisieren kann. So. Tat weh? Ach, eine Vergiftung hast du auch noch. Mann, du bist ja auch echt eine Loserin. Okay, wir haben uns hier, die Leute haben sich hier verstreut, die Gegner. Drinkil, kannst du dich irgendwo verstecken? Falsche Taste. Die Taste ist besser. Ach, geh mal da rein. Better be cautious. So. Karlach. Ja, Will ist ja auch noch dran. Es sind nur 70%. 70% sind nicht so viel. Da haben wir 95. Das gefällt mir viel besser. 90. Er hat ein Schild. Oh. Wo auch immer du so ein Schild herbekommst. Okay, also Karlach merkt, hier gibt's einige Rowdies. No time to waste. I got this. Was es nicht einfacher macht, sich dazu zu entscheiden, wo man es eigentlich hin möchte. Aber ich glaube, wir müssen doch hier ein bisschen nachsetzen, wenn uns die Chance so günstig gegeben ist. Karlach! Konzentration. Ja, ja, immerhin, komm. Ja. Ja, wieder ein bisschen zurück, weil du vielleicht gleich hier hinten wieder aushelfen musst. Die wird sich dir schon nähern, wenn sie meint, es zu müssen. So, jetzt mal gucken. Sie ist ja eigentlich eine Runde lang verstummt, ja, steht da ja. Die Runde ist ja noch komplett voll. Wenn sie jetzt dran ist, dann wird das verstummt gleich gestrichen. Und ich weiß immer noch nicht, ob sie dann direkt wieder zaubern kann. Oder ob sie das nicht kann. Mal gucken. Da, verstummt ist weg. Was war das? Was war denn das? War das eine Bombe oder war das ein Zauber? Es
So, langsam, langsam, langsam. Ja, hier. Sie wirkt einen Feuerball, obwohl... Also, das, was soll denn das mit der einen Runde verstummt? Das ist doch alles Quatsch mit diesem Pfeil. Wie soll denn das wirken? Wenn du nur verstummt bist, während du nicht dran bist, dann musst du auch nicht verstummt sein. Oder hat die irgendeinen... Hat die irgendeinen Rettungswurf gemacht? Nö, hat sie nicht. Hat einfach den Zustand verstummt verloren. Also das verstehe ich nicht, wie das mit dem Pfeil gemeint ist, für eine Runde verstummt zu sein. Naja, sie hat ja reingebombt. Das hat jetzt wem wehgetan? Schattenherz. Will ist davongekommen, Drigi sowieso. Karlach war auch so ein bisschen noch hier mit drin. Ja, und wer ist jetzt dran? Schattenherz. Bist du für einer? Der haarige Henry? Ja, ich weiß, wo der Name herkommt. Der haarige Henry. So. Schattenherz brennt. Kann auch nicht besonders weit. Prozent. Halt. 65. 70. 75. Auf den drauf zu ballern bringt ja nicht viel. Der ist ja noch fast gesund. Weil ihr würde es am meisten bringen. Ja. Schattenherz leuchtet ihr heim. Wahrscheinlich stehen wir hier immer noch im Feuer. Aber mehr Bewegungsrad haben wir halt nicht. Jetzt muss sie durchs Feuer laufen. So eine kleine Mistkröte. Irgendwie wollen sie alle zu Will. Der sucht Ringil und findet ihn nicht. So. Wir müssen ja erstmal die Lady da erledigen, oder? Aber es ist halt schwierig, weil... Warte mal, vielleicht kann das ja Karlach. Schwierig, schwierig, schwierig. Was kann denn Will machen? 95. Ich hätte den eigentlich ganz gerne woanders hingeschubst. Der nervt nämlich gerade. So. Genau, danke, Will. Blood comes easy these days. Aber jetzt hier eine bessere Möglichkeit zu laufen, ja, haben wir. Das hat es doch noch gesehen. Dann versteck dich halt wieder. 96%. Das ist doch eigentlich etwas, was wir mitnehmen sollten. Ja. Ganz einfach war das. Ein Pfeil aus dem Nichts, wie üblich. Jetzt ist Karlach frei, hier hinten auszuhelfen. Muss dazu ins Feuer springen, das ist halt so.
springen mal vielleicht. Na, spring mal dahin. Karlach, was war denn das gerade? Das war kein Springe, das war keine Ahnung, was das gerade war. Okay, da geht offenbar nichts. Da kam noch Eisschaden dazu durch diese kleine, miese Schädelpeitscherin. Und Mirkuls Geschenk ist dann auch weg. Jetzt kann es auch wieder laufen. So. Will hat ja schon geschossen. Der steht jetzt da oben. Ach, gerade hatte ich völlig falsche Rüstung an, stelle ich gerade fest. Deswegen kassiert ihr auch so viel Schaden. Das ist aber schade. Da wäre kein Feuer mehr. Prozent 65, 75. Ich nehme lieber das 75 mit. Oder die 75. Stück zurück. Diese Halblings-Lady fängt latent an, mich zu nerven. Wieso hast du Drinki gesehen? Hast du einen Knall oder was? Will. Der 20. 20 kannst du schaffen. Oh, 15 und 9 größer gleich 20. Sehr gut. Danke. Jetzt haben wir hier 98%. Dort 99. Ich finde ja, die zaubert viel zu viel, aber das nutzt ja alles nichts mit diesem stumm bleiben. Oh, das war aber ein richtig fieser. Der war richtig fies, Dringil, weißt du das? Schäm dich. Nicht. So, beenden. Hopp, hopp. So, jetzt hast nur du hier noch diesen einen Grobian. Ja, verlasse ich mich darauf, dass Schattenherz das schafft? Sollte ich nicht, oder? 72% ist doch gar nicht so verkehrt. Ja. Dann ist das Thema schon mal erledigt. Schattenherz kann gleich helfen. Ja, du bist gleich weg, haariger Heinrich. Suchst du Dringil? Kannst lange suchen. Schattenherz, wieso stehst du? Ach, doch, hast du noch gebrannt. Ja, ist ja gut. Ah, nicht schlecht. Dringir denkt sich, der hat mich bestimmt gesucht, ha? Da bin ich.
Nein, du läufst nicht durchs Feuer, Schattenherz. Ich warne dich. Jetzt kannst du angelaufen kommen. Uiuiui. Ui, ui. Ja, Carla hat echt ein bisschen gelitten. Ich habe ja die falsche Rüstung angezogen. Vielleicht kämpfen wir gar nicht mehr so viel gegen Untote hier unten. Und deswegen darf sie gerne mal wieder diese Rüstung anziehen. Bevor wir hier looten, würde ich mal die Helden zurückschicken zu diesem Genesungsschrein, den wir gerade gefunden haben. Aber erstmal kann Drinki ihr noch ein bisschen Punkte geben. Dann verteilen wir den Schaden ein bisschen. Genau. Jetzt führe ich die Helden mal kurz zurück zu dem Aufzug. Und werde sie einmal komplett durchheilen. Aber das muss ich euch nicht zeigen, ihr wisst ja, wie das geht. Und während die Helden unterwegs sind, wieder vielen Dank denjenigen, die die letzte Episode gesehen, geliked und meinen Kanal abonniert haben. Und da sind die Helden. Dieser Schrein hat sie komplett hochgeheilt und hat sich auch gleich wieder danach aufgeladen. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was hier an Sachen zu entdecken ist. Nee, warte mal, wir kamen doch hier rein. Da waren wir doch schon. Weil ich sie am Anfang nicht gesehen hatte, genau. Hier war nix. Hier waren wir als nächstes. Gedankenlesen-Trank-Kiste öffnen. Ein Gewand. Tagebuch von Maktev Budich oder so ähnlich. Lesen. Ich erinnere mich noch an unser Leben als Landärzte Neschkel. Ja, das war im Nachhinein ein sehr viel besseres als Kultist in einem stinkenden unterirdischen Halbnautiloiden. Wir wollten einfach nur die Besten sein. Lernen, das Blut aller sterblichen Wunden zu stillen. Wie sind wir nur hier gelandet? Kressa ist nicht mehr sie selbst, seit ihr Schoßhündchen von wahrer Seele auf den Nautiloiden verfrachtet wurde. Ich kann sie nicht einmal berühren. Mir wird schon ganz schlecht bei dem Gedanken. Meine eigene Frau widert mich an, mit all diesen Experimenten. Sie ist nicht mehr länger meine Frau. Ich dachte, sie würde vielleicht zu sich zurückfinden, sobald ihre geliebte Kreatur weg ist. Aber sie verzehrt sich voller gepeinigtem Verlangen nach diesem verdammten wilden Leichnam. Wenn sie herausfindet, dass ich Balthasar gesteckt habe, dass sie dieses Ding behalten hat, bringt sie mich vielleicht um. Hat sie leider nicht gemacht, hätte uns Arbeit erspart. Also, ein Heilerpärchen aus Neschkel, das auf die sehr schiefe Bahn gekommen ist. Die hatten sich echt hier Beine und Arme aufgehängt in ihrer Unterkunft. Wie andere Leute irgendwelche Kräuter für den Tee. Was ist mit denen nicht in Ordnung? Was haben sie denn dabei? Diese widerlichen... Gar nichts. Pflege des Mirkul. Wo ist denn die Kleine gewesen? Die war dort. Pflege des Mirkul haben sie alle dabei. Ja, Kressa hat den diabolischen Seuchen dabei. Eine Goldhalskette. Wenn auch nur Rot-Gold. Vom Bild nach zumindest. Ach, hier ist ihr Mirkul-Schrein. Dass die Absolute sowas zulässt? Erstaunlich. Also die Verbindung zwischen Mirkul, Baal und dem anderen in Richtung Absolute, das hat... Drinki noch nicht so durchschaut, was das sein soll. Was hier die Motivation ist, gemeinsame Sache zu machen. Oder werden die Gedankenschritte am Ende auch nur kontrolliert von irgendwem? Aber wie soll das dann vonstatten gehen? Mit netheridischer Magie vielleicht. Ein Kämmerchen weiter. Gibt es vielleicht eine nächste Antwort? Ein paar Ausrüstungsgegenstände.
hier einen Brief von Eisenfinger lesen. Sie setzt mir bald einen ein. Kressa, die zur selben Stunde wie ich initiiert wurde, vor all diesen Jahren. Sie wird mir einen Parasiten ins Ohr einsetzen, wenn ich schlafe. Er trägt es nicht, kein eigenes Versuchskaninchen zu haben, an dem sie herumexperimentieren kann. Braucht ihren eigenen Sklaven, damit sie weitergehen kann, als Balthasar ihr erlaubt. Kressa, ich erinnere mich noch, als wir zusammen Ameisenhaufen zertreten und wiedererweckt haben. Unsere allerersten Toten. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch tief in eurem Inneren. Ach. Was soll ich dazu sagen? Die wartet nur darauf, dass ihre durchgeknallte ehemalige Kumpeline ihr hier die nächste Made ins Ohr setzt. Statt was dagegen zu tun. Das würde Drinki so nicht machen, wie sie das hier hat auf sich zukommen lassen. Aber wir haben keine Gedankenschinder gefunden. In keiner Leiche von denen. Ist aber komisch. Von welchen Parasiten reden die denn? Und die Augenmaden, die unseren Gefährten eingesetzt worden sind, zumindest bei Drinki und bei Läsel, die sind durchs Auge gekommen. Reden wir vom gleichen Parasiten oder nicht? Färbemittel Indigo. Oh, ist unspannend. Also hier war so ein kleiner Mirkul-Trupp, der hier seine Bleibe hatte. Die Anführerin war und ist Balthasars Lehrling. Und auf irgendeinem Nautiloiden ist irgendein komisches Leichending von ihr. Moment, ach so, hier geht's ja irgendwo anders hin. Okay, alles klar, verstehe. Hier ist noch was. Das ist dann die Stube des haarigen Henry. Da liegen auch viele Haare rum. Bisschen Alchemie-Kram. Auch er hat sein persönliches Dekorationsskelett. Ach, mehrere davon natürlich. Eins reicht ja nicht. Tagebuch vom haarigen Henry lesen. Diese glitschigen Eingeweide, diese flüssigen Kammern. Wie lange sind wir schon hier? Wie lange erschaffen wir schon Sklaven? Ich will nicht mehr. Mirkul wird langsam von meiner Angstspirale in meinem Kopf überdröhnt. Der Herr der Knochen will keine Feiglinge. Das Ganze sieht nicht real aus. Ich bin im Bauch eines Kraken. Mein Inneres ist nach außen gestülpt. Du hattest also Innenhaare, weil zuletzt hattest du Außenhaare. Ich bin tot. Mirkuls graue Einöde klang immer friedlich. Nicht so. Was geht in einem vor, wenn man auf die Welt kommt und sich nach einer grauen, friedlichen Einöde sehnt? Ja, das war ein Grottenschrat. Wer weiß, wie diese drauf sind. Trinke so als Waldhalbelf hat es ja dann doch eher so mit Wäldern. Na, Stadt ist auch okay. Aber weil er halt halb Mensch ist. Aber eine graue Einöde. Okay, schaut nur. Wir haben doch wieder einiges geschafft hier. Wir haben da unten das schon mal den Abstieg gefunden. Haben hier ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt führen alle Questmarkierungen in diese Richtung. Oder das hier führt dran vorbei. Es kann auch sein. Aber das wissen die Helden nicht. Die robben sich von einem Raum zum nächsten vor. Der nächste Raum wäre folglich dieser hier. Sie haben schon gesehen, dass dieser Gang weiter wieder hinaufführt und möglicherweise zum nächsten bedeutenden Zentrum von was auch immer. Und was die Helden dort erwartet, das sehen wir gemeinsam im nächsten Teil. Bis dahin!